Vor über 100 Jahren verbreiteten sich in Nordkalifornien Gerüchte über okkulte Rituale in den Wäldern von Sonoma County. Ausgangspunkt dieser Geschichten war ein 1000 Hektar großer Privatclub in den Wäldern namens Bohemian Grove. Zwischen 1975 und den frühen 1990er Jahren versuchten viele Reporter vergeblich, sich in den Grove hineinzuschleichen und wurden entweder hinausgeworfen oder verhaftet. Am 15. Juli 2000 gelang es uns, den Grove zu infiltrieren und das Begräbnis der Sorge-Ritual zu filmen. Sie sehen hier Videoaufnahmen, die ich selbst gedreht hatte während der Begräbnis der Sorge-Zeremonie im Bohemian Grove. Mein Dokumentarfilm Dark Secrets Inside Bohemian Grove zeigt auf, wie sich Weltenlenker jeden Juli treffen, um simulierte Menschenopfer an die kanaanische Gottheit Molech zu betrachten. Sie legen die Puppe eines Kindes auf den Altar und opfern sie dem Götzen. Die meisten Anwesenden sind unsere sogenannten christlich-konservativen Führungspersönlichkeiten. Hier ist ein Standbild von einem Video, das ich innerhalb des Bohemian Clubs gedreht hatte. Ein unechter Menschenschädel ist sichtbar. Molech ist eine semitische Gottheit, welche in der Bibel erwähnt wird und deren Anbetung gekennzeichnet war durch die Opferung von Kindern. Seit wir im Jahr 2000 die Grove-Mitglieder enttarnt hatten, wandten sie sich erstmals in begrenztem Umfang an die Öffentlichkeit. Sie veröffentlichten dieses Foto eines Rituals aus dem Jahr 1915. Sie sehen eine Person im Umhang und ein simuliertes Menschenopfer. Hier sehen Sie eine simulierte Hängung aus dem Jahr 1908. Und hier sehen Sie ein Foto von 1909, auf dem scheinbar einflussreiche Funktionäre in seltsamer Kleidung zu sehen sind und ein schwarzer Junge, der auf einer Art von Tisch festgebunden ist. Ich überlasse es Ihnen herauszufinden, was dort geschehen war. Im Jahr 2004 veröffentlichten Grove-Mitglieder dieses Foto von 1934, auf dem Männer in Kapuzenmänteln zu sehen sind. Die kanaanische Gottheit Molech wurde im alten Griechenland angebetet, in Babylon und später in Europa. Sie wird gewöhnlich als Eule, als Stier oder als anderes gehörntes Tier abgebildet und ihr werden Kinder geopfert. Es ist der Vorläufer aller modernen Todeskulte. Ich konnte dieses Titelblatt eines Programmheftes mit einer Abbildung der Begräbnis der Sorgezeremonie aus dem Grove mitnehmen. Mit einem Grafikprogramm wurde das Bild eines Skeletts in den Flammen erstellt. Zu welchem Ziel kommen die Weltenlenker zusammen und nehmen an einem alten kanaanischen Ritual mit einem simulierten Menschenopfer teil? Es bindet sie aneinander. Egal ob George Herbert Walker Bush oder Henry Kissinger, Ronald Reagan oder der US-Notenbankchef Alan Greenspan, der seit 1984 Mitglied ist. Sie sollen aneinander gebunden werden. Nirgendwo ist der Ursprung des Kultes deutlicher dargelegt als in der Autobiografie des Ex-Bundeskanzlers Helmut Schmidt namens Men in Powers, eine politische Retrospektive. Er spricht darüber, dass sie in Deutschland eigene Groves hätten, in denen sie, Zitat, druidische Rituale durchführen. Sein Lieblingsort für die Rituale sei aber der Bohemian Grove. Dieses Buch wurde von Schmidt selbst verfasst und Sie können es problemlos kaufen oder leihen. Er schreibt über die Trilateral Commission, den Council on Foreign Relations, den Bilderberg Club und die Weltregierung. Er schreibt, dass viele der Entscheidungen im Bohemian Grove getroffen würden. Wir konnten die internen Annalen des Bohemian Groves von den Jahren 1987 bis 1996 beschaffen. Diese Publikationen werden nur an Mitglieder herausgegeben. Darin sehen wir Bilder von George W. Bush und dessen Vater, von Newt Gingrich und von weiteren berühmten Individuen im Grove. Walter Cronkite, Jimmy Carter, Jack Kemp, Richard Milhouse Nixon und so weiter und so weiter. Falls Sie immer noch an der Realität zweifeln, hier sehen Sie die Ausgabe des Spy Magazines vom November 1989. Die Grover veröffentlichten Fotos von sich, wie sie in weiblicher Aufmachung herumtanzten. In dem Artikel gaben sie zu, simulierte Menschenopfer durchzuführen. Es werden künstlerische Darstellungen gezeigt vom Molech-Götzen. Es wird beschrieben, wie männliche Prostituierte in den Grove geschleust werden und wie AIDS ein Problem geworden war.
In einem Artikel der New York Post vom Juli 2004 wurde berichtet, wie ein Top-Schwulen-Pornostar die Mächtigen im Grove bediene. Die britischen Dokumentarfilme von World of Wonder berichteten, Alex bot seinen Film auf Video und als Download an. Überall im Internet war davon zu lesen. Die Neuigkeit verbreitete sich auf dem Planeten und die Leute waren erstaunt darüber. Sie waren darüber erstaunt zu erfahren, dass viele US-Präsidenten und britischen Premierminister, deutsche Kanzler, die Hollywood-Elite, die Köpfe der Wirtschaft und Wissenschaft sowie das Federal Reserve Chairman jedes Jahr um die Grove reisten und dass Präsidenten seit der Wende des letzten Jahrhunderts im Jahr 1900 dorthin zu gehen hatten. Sie waren über jede neue Offenbarung der Rituale schockiert. Dieser Film zeigt, was wir in den 5 Jahren seit unserer Infiltration dazu gelernt haben. Wir zeigen auch die Reaktionen von Grove-Mitgliedern, den Medien und von lokalen Anti-Grove-Protestlern. Der Grove ist ein einzelnes Kapitel einer globalen geheimen Gesellschaft, die nach einer Weltregierung strebt. Die Führungsfiguren aus Wirtschaft und Politik sind Okkultisten. Vor unserer Infiltration im Jahr 2000 leugneten die Medien, dass im Grove Rituale stattfinden. Die Elite würde sich nur im Geheimen treffen, um Spaß zu haben. Nachdem das Video vom Grove-Ritual im britischen und amerikanischen TV gesendet wurde, berichtete der San Francisco Chronicle in bis zu 5 Artikeln pro Jahr über die bizarren Vorgänge im Grove. Schwarzer Neger traf dort mit Karl Rove auch die Entscheidung, bei der Gouverneurswahl in Kalifornien anzutreten. Die New York Times griff uns wegen der Infiltration an. Die New York Post berichtete über die homosexuellen Aktivitäten im Grove. Der schwulen Pornostar Chad Savage bediene dort die Mächtigen. Der Grundtenor von all diesen Medienberichten lautete: Okay, die Elite trifft sich im Geheimen mit schwulen Pornostars und Prostituierten und fordert eine Weltregierung. What's the big deal? Let's just let them have their privacy. And so they have lakeside chats calling for world government. Really, they're not bad. Die einzigen Leute, die wir beobachten müssen, sind die gefährlichen Spinner, die diese Sachen aufdecken. Of all the hit pieces that we've been victims of, the worst was conducted on national television. Wir wurden unter anderem auf C-SPAN vom Direktor des Senders und von einem Professor angegriffen, der freimaurerische Handzeichen zu machen schien und leugnete, dass im Grove überhaupt Rituale stattfinden. Zu der Zeit hatten Grover die Rituale längst zugegeben. Alex Jones hat eine Radioshow in Texas und die Neuigkeit wurde landesweit bekannt. Er spricht über den Bohemian Grove, dass dort alles geschieht, dass Entscheidungen getroffen werden, dass Tausende von Leuten hingehen. Und es gibt so eine Zeremonie mit einer Eule und so weiter. Haben Sie die Sache verfolgt? Ja, das habe ich. Alex Jones redet seit langem darüber. Der Bohemian Grove ist sicherlich ein privater Club in den Wäldern nördlich von San Francisco. Ein Platz, wo sich jeden Sommer die Wohlhabenden und Einflussreichen treffen.
dort kennenzulernen, sich Reden anzuhören und so weiter, in einer ungestörten Atmosphäre, ohne die Augen der Öffentlichkeit. Alex Jones und andere Individuen behaupten seit einiger Zeit auch, dass dort finstere Rituale stattfinden sollen. Menschenopfer sollen von der Elite begangen werden. Being committed by the elite who attend these gatherings. A lot of things people feel are organized. Viele glauben, dass die Bilderberger, die Triliteralkommission der CFR, die Freimaurer, die Illuminati, Skull and Bones, New World Orders und so weiter hinter den Kulissen regieren und eine neue Weltregierung planen. New World Orders, Skull and Bones. Du hast heute Nacht bestimmt mehr Informationen, als ich sie habe. Rufen Sie uns an und unterhalten Sie sich mit unserem Gast. Definieren Sie Illuminati. Die Illuminati waren eine kleine, quasi freimaurerische Gruppe, gegründet 1776 in Mitteleuropa. Im Sommer 2005 gab uns ein Grove-Angestellter das Videomaterial, das er heimlich mit einer winzigen Videokamera in der Anlage gedreht hatte. Dieser Grove-Angestellter möchte anonym bleiben. Die uns verfügbaren Quellen zeigen nach genauer Betrachtung mit dem Ergebnis, welche die Bohemian Grove-Dokuments anders erscheinen lassen. Er sah auch mit eigenen Augen den Gouverneur von New Mexico, Bill Richardson, den obersten Bundesrichter, Clarence Thomas, den berühmten Nachrichtenmann, Walter Cronkite und viele andere. Ohne unsere Quelle preiszugeben, können wir Ihnen so viel verraten. Das elitärste Camp innerhalb des Grovers heißt Mandalay und die restlichen Grover dürfen nicht mal in die Nähe davon. Es wird strengstens bewacht und stellt einer Eliten innerhalb einer Elite dar, die Spitze der Pyramide. Mandalay is an elite within an elite, at the very top of the pyramid's capstone. Ein paar Dinge haben sich geändert seit der Gründung des Groves im Jahr 1872. Inzwischen dürfen Frauen dort Autos parken und in den Küchen arbeiten. Unsere Quelle ist männlich und wurde im Grove ständig von älteren Männern gefragt, ob er mit Kerlen schlafen würde und ein wenig Spaß haben wolle. During one of the festival's revelries, known as Gypsy Jazz, they paused to think. Bei einer Jazz-Vorstellung wurde gesagt, dass der Autor der Musik ab und an mit Frauen verkehrte. Die Menge buhte. And the crowd boos with disgust. He disappeared from time to time, often with women. He thought stealing was fun. In den Annalen des Groves wird damit geprahlt, dass die Pläne für den Bau der ersten Atombombe und für das Atomraketenabfangprojekt in diesem Holzhäuschen im Grove heimlich beschlossen wurden. Die Strategische Verteidigungsinitiative, besser bekannt als das Star Wars Project, ist auch eine Idee von den Grove-Mitgliedern, welche auch in dieser Hütte entstand. Am Höhepunkt des Kalten Krieges trafen sich Abgesandte der Sowjets heimlich mit Mitgliedern der US-Regierung im Grove. Unsere Quelle beschaffte sich die Titelseiten von zwei Heften der Begräbnis der Sorge-Zeremonie sowie einer Mitgliederliste von 2005. As well as a 2005 membership list, which reads like a who's who. Letztere beinhaltet die Namen der US-Elite, Ex-Präsidenten Jim Carter, George Herbert Walker Bush, George Walker Bush, Henry Kissinger, George Shultz und so weiter. The list goes on and on. Dies ist ein Video, das immer noch wie der Eingang vom hinterwäldischen Lager glänzt, wo Präsident Bush blieb.
Schau, wie der kleine Teufel glücklich mit seinem gegabelten Schwanz und seiner kleinen Zähnen lächelt und tanzt. Oh, es ist so christlich. Ich bezeichne Präsident Bush jedoch als einen christlichen Namen, aber dies wird ihn einen grausamen Kriegsleiter machen. Die meisten Grover sind Republikaner, aber es gibt auch einige Demokraten. Der Grove wurde 1872 von Journalisten der Westküste gegründet. Der nationale Presseclub übernahm die Symbole des Groves für sein Logo. Die Gottheit Moloch in Form einer Eule, der gewundene Stab des Hohepriesters und die Lampe der ewigen Flamme, mit der der Priester seine Fackel anzündet, um dann die Menschengruppe zu verbrennen. So sieht die Puppe am Morgen nach dem Ritual aus. Als ich die Zeremonie filmte, sah ich keine Anzeichen dafür, dass ein echter Mensch verbrannt wurde. Unsere Quelle sagte uns, dass es insgesamt 4 Puppen gibt, eine im Wagen, eine weitere hinter den Bäumen, eine wird vor den Eulengott getragen und eine auf dem schwarzen Altar verbrannt. That is placed on a black altar before Moloch, the demon god, and burned. Sie sehen die ersten Videobilder, die in dem Stein Götzen gedreht wurden. Hier sehen wir und können bestätigen, dass die Eule aus Stein und Metall besteht. Hier ist der gepflegte Orton-Skelett, die das Gewissen repräsentiert. Alles, was übrig blieb, ist das Orton-Skelett. Laut unserer Quelle ist die Puppe, die verbrannt wird, aus leicht brennbarem Material, und die örtliche Feuerwehr überwacht diesen Teil des Rituals. Als wir 2003 Feuerwehrmänner von Montereau nach dem Grove fragten, wurde diese sehr nervös und befahlen uns, unsere Kamera abzuschalten. Er sagte mir, dass da der Präsident hingeht. Aber dann wurde er, mach die Kamera aus, okay. Hier sehen Sie einige der zeremoniellen Roben, die beim Ritual getragen werden. Unser Eins verbringt seine Freizeit bei Footballspielen, die Elite aus Politik und Wirtschaft führt simulierte Menschenopfer durch, führt die Gottheit Moloch. Wenn Ihr Nachbar simulierte Menschenopfer veranstalten würde, für den Dämon Moloch, würden Sie diesem Nachbarn Ihre Kinder anvertrauen? Would you let that neighbor walk your dog or house sit, or how about babysit your children, or be in control? Würden Sie ihm unser Nuklearwaffenarsenal anvertrauen? Die Elite kontrolliert das Finanzsystem, den Kongress, die Polizei, und sie betrachtet uns als Vieh, als Sklaven. Wir wurden kritisiert von Harry Shearer, bekannt durch Spinal Tap und Die Simpsons. Da treffen sich mächtige Leute. In einer britischen Doku verteidigte Shearer den Grove.
Mr. Shearer ist selbst Groove-Mitglied und sagte, das Ritual sei nur Unterhaltung. Doch damit nicht genug, produzierte Mr. Shearer 2002 den Spielfilm Teddy Bear's Picnic, welcher nach eigenen Angaben auf dem Bohemian Groove basiert. Die Eule wurde zum Pelikan, die Puppe zur Zeit und das druidische Ritual wurde zu einem Party-Gag. Die Handlung des Films, die Elite möchte ihr Rituale geheim halten, aber zwei Angestellte filmen die Aktivitäten heimlich. Auf wen sich dieser Film wohl bezieht? Eine Durchsage. Jeder, der auf der anderen Straßenseite parkt, muss sein Auto entfernen. Hey, ho-ho, this rich man's camp has got to go. Hey, ho-ho, this rich man's camp has got to go. Hey, this rich man's camp has got to go. Hey, ho-ho, this rich man's camp has got to go. So, are you one of the Grovers? I'm just here. Eine Reporterin hatte eine Konfrontation mit dem Secret Service. Ich wurde auf eine Reihe teurer Autos aufmerksam gemacht. In einem waren Aufnahmegeräte. Ich fragte den Fahrer, wer er sei, und er antwortete: Nehmen Sie Ihr Mikro aus meinem Auto. Take your mic out of my car, lady, and step back. And I said, would you repeat that for broadcast and held it even closer? Ich fragte, ob er das vor der Kamera wiederholen würde. Er drehte um und fuhr in diese Richtung. Leute sagten mir, dass er zuvor Protestler gefilmt hatte. Er war also einer von der anderen Seite. Der schlechten Seite. Genau, der schlechten Seite. Okkulte Netzwerke der Vergangenheit und Gegenwart weisen die gleichen Pyramidenstruktur auf. Unten Getäuschte mit guten Absichten, in der Mitte die Manager, oben die Anhänger eines luziferischen Todeskultes. In Indien gibt es Kali, die höchsten Götter der Mayas und Azteken waren Totengötter, genau wie im alten Ägypten, Babylon, Rom und Griechenland. Hawaiianer warfen Jungfrauen in einem aktiven Vulkan, um den toten Gott zu huldigen. The God of Death demands it, so the rest of us can live. Die Druiden erschlugen ihre Kinder und warfen sie ins Moor. Adelsmänner ließen sich von Druiden den Hals durchschneiden und verbrennen. In Europa war es Tradition, den stärksten Krieger in schwierigen Zeiten in einer Holzpuppe zu stecken und zu verbrennen. Dieses Opfer sollte die Götter dazu bewegen, Leben zu schenken. Tod bringt Leben. Man nennt es kreative Zerstörung, aber in Wirklichkeit ist es nur ein Werkzeug der Elite, mit dem sie ihre Bevölkerung dominieren und ausbeuten.
for their own good. We're looking at ancient propaganda. Im Herbst 2004 trafen wir beim Nationalkonvent der Republikaner David Gurdon, oberster Berater für vier Präsidenten. Als wir in New York waren, trafen wir auf den Karl Rove von vier Administrationen. David Gurdon, Top-Berater der Präsidenten Ford, Reagan, George Herbert Walker Bush und Bill Clinton. Wir konnten unser Glück kaum fassen, denn David Gurdon ist ein prominentes Mitglied des Bohemian Grove Clubs, des Ausläufers von Skull and Bones. Dieser Insider der Insider war eine wichtige Figur im Weißen Haus für über 22 Jahre und er wurde sehr wütend, als wir den Bohemian Grove ansprachen. Er leugnete nicht, dass die Gruppe existiert oder dass er ein Mitglied ist. Er leugnete nicht die Rituale. Er wurde einfach sehr wütend und verhielt sich nicht wie ein Gentleman. Wir wissen nicht, wo das mit den Demonstranten hingehen wird. Heute sind sie friedlich, aber da ist sehr viel Wut in ihnen. Man redet mit denen und das sind wirklich ziemlich wütende Leute. Das kann so oder so verlaufen. Hey, Mr. Gurdon, können wir mal kurz mit Ihnen sprechen? Wo kommen Sie her? Ich bin Alex Jones, ich habe eine Fernsehsendung in Austin, Texas und ich drehe Dokumentarfilme. Nur ein paar Fragen über den Konvent. Ist hier irgendwo eine Kamera? Ja, dort. Ich möchte natürlich zuerst um Ihre Erlaubnis fragen. Okay, sehen Sie, ich muss... Nein, ich verstehe. Nur ein oder zwei Minuten. Okay. Wir sprechen mit David Gurdon. Er hat mehrere Präsidenten beraten, hat mehrere Bücher geschrieben und ist ein Politanalytiker oder Politikwissenschaftler. Kommentator, was auch immer. Wie lange sind Sie schon in New York? So 4 Stunden. Was halten Sie von dem Zirkus? Ich habe noch nicht all die Demonstrationen gesehen. Ich habe noch nie so viel Sicherheitskräfte bei einem Konvent erlebt wie hier. Die Stadt ist fast abgeriegelt. Es ist erstaunlich und eine unglückliche Wendung für die Politik, dass wir so viel Polizei hier haben müssen. Es gab viele Berichte in den Nachrichten über eine erhöhte Terrorgefahr. Halten Sie das für möglich? Die haben eben erst einen Terrorplan vereitelt, laut dem jemand U-Bahn-Züge sprengen wollte. Ja, ich denke, es gibt eine reale Gefahr. Der Madison Square Garden befindet sich praktisch über einer U-Bahn-Station. In Boston war der Konvent über einer Bahnstation. Man muss sich daran erinnern, dass Bahnstationen sehr leicht zugänglich und verwundbar sind. In Spanien zielten sie auf Züge ab und das Ganze war nicht einmal sehr teuer. Ich denke, es besteht Gefahr, aber die Polizei passt gut auf. Das Ganze wird als ein Ereignis mit erhöhtem Sicherheitsbedarf behandelt. Das bedeutet, dass es hier nicht nur die offensichtlichen Polizeieinheiten gibt, sondern dass auch ein Haufen privater Gruppen hier sind. Okay, eine letzte Frage. Ich las einen Washington Times-Artikel vor vielen Jahren, in dem Sie diese Organisation kommentierten. Und inzwischen wurde im Wall Street Journal und in vielen anderen Zeitungen darüber berichtet. Es geht um den Bohemian Grove. 1996, als Sie zum Berater von Clinton wurden, wurden Sie von den Republikanern kritisiert wegen dem Bohemian Grove. Dann konterten Sie mit den Worten, hey, ich laufe wenigstens nicht nackt durch die Wälder. Was hatte das zu bedeuten? Hier sehen Sie den Artikel aus der Washington Times. Er sagte, er renne nicht nackt durch die Wälder. Ich weiß nicht, auf welches Zitat Sie Bezug nehmen. Ich bin mir keines solchen Zitates bewusst. Ich bin ein glückliches Mitglied des Bohemian Groves. Ich mag die Leute, die dorthin gehen, und es ist unpassend, dass ich mich weiter über die Gruppe äußere. Danke. Waren Sie dort für die Begräbnis der Sorgezeremonie? Offen gesagt denke ich nicht, dass ich mich mit Ihnen darüber unterhalten brauche. Oh, große Olle von Bohemia, wir danken dir. Waren Sie dort für die Begräbnis der Sorgezeremonie? Offen gesagt denke ich nicht, dass ich mich mit Ihnen darüber unterhalten brauche. Wirklich? Ja. Ich bin Alex Jones, ich hatte mich 2000 reingeschlichen. Ich habe dort Videomaterial gedreht, welches im landesweiten Fernsehen lief. Dafür verlieren Sie meinen Respekt. Ach ja? Oh ja. Aber dort gehen viele Amtsträger hin. Dürfen wir nicht erfahren, was los ist? Ich weiß nichts über Sie oder Ihren Film, aber wenn Sie mit einer Abmachung dort reingehen und Sie brechen, indem Sie den Film veröffentlichen, dann verlieren Sie meinen Respekt. Wirklich? Aber da gehen Amtsträger hin. Sie gingen eine Abmachung ein, nicht dort zu drehen, als Sie dorthin gingen. Hatten Sie eine Abmachung? Nein. Sind Sie reingeschlichen? Ja. Und da waren keine betreten Verbotenschilder? Nein, die wurden hinterher aufgestellt. Ich bin einfach reingelaufen. Ich war dort und weiß, wie die Umstände sind. Und mir tut es leid, dass Sie die Abmachung verletzt haben. Das war keines Gentlemans würdig.
Sind die Rituale etwa eines Gentlemans würdig? Sir, ich schulde Ihnen diese Antwort nicht. Ich weiß. Sowas nennt man Überfalljournalismus und dafür verlieren Sie ebenfalls meinen Respekt. Danke und goodbye. Waren Sie hier beim Ritual? Das geht Sie verdammt nochmal nichts an. Hören Sie zu. Sie laufen herum, treffen Abmachungen mit Leuten und brechen diese. Sie überfallen Leute auf der Straße. Das ist eine unangemessene Form des Journalismus. Wenn Sie das so praktizieren wollen, dann erwarten Sie nicht, dass andere Sie dafür respektieren. Sie können das in Ihrem freien Amerika machen, wie Sie wollen. Wenn Sie unzivilisiert und unhöflich sein wollen, dann ist das Ihre Sache. Ihr macht Politik im Grove. Niemand macht dort Politik. Wir versuchen Ehrenmänner zu sein und offensichtlich gehören Sie dort nicht hin. Webende Spinnen kommen nicht hierher. Yeah, das waren 3 Punkte. Ich habe seinen wunden Punkt erwischt. Mr. Gergen, ich wünsche Ihnen ein wundervolles Leben. Grüßen Sie Molech von mir, die kanaanische Gottheit. Und ich sehe Sie dann im Film Eyes Wide Shut. Film sein Gesicht, film sein Gesicht. David Gergen sagt, dass wir wütend wären? Wir wissen wirklich nicht, wohin das mit den Demonstranten gehen wird. Sie sind heute zwar friedlich, aber da ist viel Wut in ihnen. Man redet mit ihnen und das sind ziemlich wütende Leute. Waren Sie hier beim Ritual? Das geht Sie verdammt nochmal nichts an. Sehen Sie ihn sich an. Hinter diesem Gesicht verbergen sich viele Geheimnisse. Er hat ein paar wilde Geschichten zu erzählen. Erinnern Sie sich an den Washington Times Artikel? Darin wurden die ganzen Organisationen erwähnt, von denen er zurückgetreten war. Die Trilateral Commission, der Council on Foreign Relations, alles Gruppen, die eine Weltregierung etablieren und die Zerstörung von Amerikas Souveränität erreichen wollen. Diese Leute nehmen Geheimhaltung sehr ernst. Die Bedeutung des Wortes Okkult ist geheim. Geheim ist ein Teil ihrer Religion und auf die Verletzung der Geheimhaltung wird scharf reagiert. Okkultismus ist enorm weit verbreitet in unserer Gesellschaft und besonders in den Kreisen der Politiker und der Wirtschaftselite. Reagan und seine Frau berichteten ihr Leben nach den Vorgaben ihres Astrologen aus. Ihre Handlungen wurden bestimmt durch ein uraltes okkultes System. Eleanor Roosevelt hielt Seancen im Weißen Haus ab und versuchte, Kontakt mit den Toten aufzunehmen. 16 Jahre später hielt auch Hillary Clinton Seancen ab. Der Premierminister Tony Blair zeichnet jeden Morgen einen Kreis und beschwört eine Kraft, die er das Licht nennt. Er basiert Entscheidungen auf dem, was ihm der Geist zuflüstert. Adolf Hitler war bekanntermaßen Okkultist und Mitglied der Gesellschaft von Thule, eine Gruppe, die auf den Totenorden zurückzuführen ist, welcher 1776 im bayerischen Ingolstadt gegründet worden war und unter anderem mit Skull and Bones ein Kapitel in Amerika eröffnete. Alle diese Gruppen gehörten zusammen und nannten sich selbst die Totenkopforden. Adolf Hitler war ein Mitglied der Thule-Gesellschaft. Hier sehen Sie das Titelblatt einer ihrer Publikationen von 1919. Hitler wählte das Symbol der Gruppe als sein Parteilogo. Es wurde berichtet, dass nach dem Tod von Madame Blavatsky Aleister Crowley zum Oberhaupt der deutschen Illuminati geworden war, dem OTO. Aleister Crowley wurde als der finsterste Mann der Welt bezeichnet, aufgrund der Rituale, an denen er teilnahm. Beide seiner Kinder starben unter fragwürdigen Umständen.
Sollte es uns daher überraschen, dass der Führer des Dritten Reichs, welcher Millionen Menschen töten ließ, ein Schüler dieser beiden kranken Individuen gewesen war? Die Waffen-SS waren besondere Henker des Dritten Reichs. Sie trugen an ihren Mützen einen Totenkopf mit gekreuzten Knochen aus Aluminium oder Silber. Hier sehen Sie einen Feldmarschall aus dem Ersten Weltkrieg mit einem Totenkopf an seinem Hut. Alle von Hitlers Handlungen waren eine Manifestation der dunkelsten Träume des Totenordens. Erinnern Sie sich daran, dass der Skull and Bones Orden sowie der Bohemian Grove Ableger dieser globalen Bewegung sind. Die Nazis trugen Totenköpfe mit gekreuzten Knochen an ihren Mützen. Vergleichen Sie das mit dem Symbol von Skull and Bones und mit dieser frühen Nazi-Medaille, welche nicht nur aus einem Hakenkreuz besteht, sondern auch die Zahl 32 abgebildet hat. Wir sehen diese Symbole in der gesamten Nazi-Kultur. Hitler glaubte, dass sie von diesen Symbolen Macht beziehen würden, und er sprach öffentlich darüber. Hier sehen Sie ein Foto aus der Präsidentschaftsbibliothek von George Herbert Walker Bush. Er ist zusammen mit seinen Universitätskameraden abgebildet, und in der Mitte befindet sich das Zeichen des Totenordens, der Totenkopf mit gekreuzten Knochen und der Zahl 322 darunter. Ihr wart beide in Skull and Bones, der Geheimgesellschaft. Es ist so geheim, dass wir nicht darüber reden können. Was bedeutet das für Amerika? Die Verschwörungstheoretiker werden ausflippen. Da bin ich sicher. Ich habe die Internetseiten nicht gesehen. Nummer 322? Erstens ist er noch nicht nominiert und, aber... Sind Sie bereit zu verlieren? Nein, ich werde nicht verlieren. Ihr wart beide Mitglieder von Skull and Bones, eine Geheimgesellschaft in Yale. Was sagt uns das? Nicht viel, denn es ist ein Geheimnis. Gibt es einen geheimen Handschlag, einen geheimen Code? Ich wünschte, es gäbe etwas Geheimes, das ich hier enthüllen könnte. 322, die geheime Nummer? Es gibt viele Geheimnisse, aber eins ist kein Geheimnis. Ich lehne die politische Richtung dieses Präsidenten ab. Die meisten Leute wissen nicht, dass der Skull and Bones Orden in Yale nur ein Kapitel einer größeren, weltumspannenden Organisation ist, vielen bekannt als die Illuminati. Das Symbol ist ein Schädel, gekreuzte Knochen und die Zahl 322. Skull and Bones ist der Name, den die Nicht-Eingeweihten, die Nicht-Mitglieder verwenden. Der wahre Name der Organisation ist der Totenorden oder Totenkopforden. George Bush und John Kerry wurden beide auf die gleiche Art eingeführt. Sie schworen den höchsten Eid auf die Grabstätte und den Totenorden. Sie schworen, einen ewigen Krieg gegen die gesamte Menschheit zu führen. Im April 2001 gelangte ABC News an wenige Minuten Videoaufnahmen von einem kleinen Teil des Rituals, welches im Innenhof des Gebäudes abgehalten wird. Man wurde Zeuge von makabren Vorgängen. Gesänge wie »Der Tod ist der Tod« und »Der Teufel ist der Tod« während simulierten Menschenopfern. Präsident Taft war ein bekanntes Mitglied von Skull and Bones und im Jahr 1900 wurde er der erste Präsident, der den Bohemian Grove in Nordkalifornien besuchen durfte, ein Ableger von Skull and Bones. Seit drei Generationen sind Mitglieder der Familie Bush Mitglieder bei Skull and Bones. Seit drei Generationen reisen sie auch nach Nordkalifornien zum Bohemian Grove. Auch viele berühmte Nicht-Amerikaner wie der deutsche Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt waren dort. Hier sehen Sie Ronald Reagan und Richard Nixon im Jahr 1957 im Bohemian Grove. Beide Männer schrieben über die Organisation in ihren öffentlichen Memoiren. Schwarzenegger hat den Grove besucht, genauso wie Ex-Präsident Jimmy Carter. Aleister Crowley nannte sich den finstersten Mann aller Zeiten und hatte Kontakte unter anderem zum britischen Königshaus. Die Church of Satan, der O.T. oder Golden Dawn, Skull and Bones, der Bohemian Grove, das Freimaurertum des schottischen Ritus, der 33. Grad, the Scottish Rite. The 33rd degree. It seems like there are hundreds of different. Alle diese okkulten Gruppen sind nur verschiedene Denominationen von ein und derselben Religion, die ägyptische und babylonischen Mysterieschule.
Der Freimaurer Albert Pike gründete den Ku Klux Klan und der schwarze Freimaurer und Politiker Jesse Jackson fordert nicht, dass Pikes Statue in Washington entfernt wird. Warum ist das so? Weil Jesse Jackson 33. Grad Freimaurer ist. Die meisten Freimaurer gelten bei ranghohen Mitgliedern ihrer Organisation als Treppenbrüder, als Nicht-Eingeweihte. Diese Nicht-Eingeweihten glauben, dass ihr großartiges Werk der Gesellschaft dient, aber in Wirklichkeit werden sie manipuliert. Hochrangige KKK-Mitglieder nannten sich Ritter des Goldenen Kreises. Die unterrangigen Nicht-Eingeweihten verstanden nicht, dass sie Teil einer freimaurerischen Organisation sind. Die meisten Freimaurer fragen sich nie, warum an den Wänden ihrer Tempel Bilder vom Gründer des KKK hängen. Ursprünge des luziferischen Kultes liegen im alten Ägypten und Babylon. Wissen ist Macht und Geheimgesellschaften wurden gegründet, um Wissen zu beschützen wie Medizin, Architektur, Staatsführung und Agrikultur. Geheimgesellschaften waren die ersten Geheimdienste. Im Laufe der Zeit missbrauchten Eliten ihre Kontrolle über das Wissen, um ihre Bevölkerungen zu dominieren. Dieselben Kontrollmechanismen werden heute noch benutzt. Die Elite weiß, dass Geheimhaltung die Basis ihrer Macht ist, und die Elite verblödet den Rest der Menschheit. Die Elite praktiziert die Wissenschaft der Täuschung, des Despotismus, der Tyrannei, der Lügen. Sie töten, stehlen und zerstören. Diese Parasiten sind der Feind einer freien, humanen Gesellschaft. Kennen Sie Ihren Feind. Stehen Sie ein für Liebe, Leben und Familie und bekämpfen Sie den geplanten babylonischen Sklavenstaat, die neue Weltordnung. Ich erzähle Ihnen, wie Sie zum Bohemian Grove finden, wo die gewählten Führer zusammen mit den großen Bankern und die Köpfe der Medien mit manchen europäischen Adligen sich jedes Jahr in einer Seitenstraße des Landes treffen. Fliegen Sie nach San Francisco, Santa Rosa oder Sacramento, fahren dann auf dem Highway 101, biegen Sie dann auf dem Highway 12 Richtung Westen und fahren bis nach Montreal. Sie fahren dann die Bohemian Avenue entlang, bis sie zum Grove gelangen, wo die Mächtigen der Welt politische Entscheidungen treffen und in schwarzen Roben Molech anbeten. Die Neuigkeit verbreitete sich auf dem Planeten und die Leute waren erstaunt darüber. Sie waren darüber erstaunt zu erfahren, dass viele US-Präsidenten und britischen Premierminister, deutsche Kanzler, die Hollywood-Elite, die Köpfe der Wirtschaft und Wissenschaft sowie das Federal Reserve Chairman jedes Jahr um die Grove reisten und dass Präsidenten seit der Wende des letzten Jahrhunderts im Jahr 1900 dorthin zu gehen hatten. Sie waren über jede neue Offenbarung der Rituale schockiert. Dieser Film zeigt, was wir in den 5 Jahren seit unserer Infiltration dazu gelernt haben. Wir zeigen auch die Reaktionen von Grove-Mitgliedern, den Medien und von lokalen Anti-Grove-Protestlern. Finally, we learn that the Grove
Der Groove ist ein einzelnes Kapitel einer globalen geheimen Gesellschaft, die nach einer Weltregierung strebt. Die Führungsfiguren aus Wirtschaft und Politik sind Okkultisten. Vor unserer Infiltration im Jahr 2000 leugneten die Medien, dass im Groove Rituale stattfinden. Die Elite würde sich nur im Geheimen treffen, um Spaß zu haben. Nachdem das Video vom Groove-Ritual im britischen und amerikanischen TV gesendet wurde, berichtete der San Francisco Chronicle in bis zu 5 Artikeln pro Jahr über die bizarren Vorgänge im Groove. Schwarzer Neger traf dort mit Karl Rove auch die Entscheidung, bei der Gouverneurswahl in Kalifornien anzutreten. Die New York Times griff uns wegen der Infiltration an. Die New York Post berichtete über die homosexuellen Aktivitäten im Groove. Der schwulen Pornostar-Chat Savage bediene dort die Mächtigen. Der Grundtenor von all diesen Medienberichten lautete: Okay, die Elite trifft sich im Geheimen mit schwulen Pornostars und Prostituierten und fordert eine Weltregierung. What's the big deal? Let's just let them have their privacy. And so they have lakeside chats calling for world government. Really, they're not bad. Die einzigen Leute, die wir beobachten müssen, sind die gefährlichen Spinner, die diese Sachen aufdecken. So sieht die Puppe am Morgen nach dem Ritual aus. Als ich die Zeremonie filmte, sah ich keine Anzeichen dafür, dass ein echter Mensch verbrannt wurde. Unsere Quelle sagte uns, dass es insgesamt 4 Puppen gibt. Eine im Wagen, eine weitere hinter den Bäumen, eine wird vor den Eulen Gott getragen und eine auf dem schwarzen Altar verbrannt. Sie sehen die ersten Videobilder, die in dem Stein Götzen gedreht wurden. Hier sehen wir und können bestätigen, dass die Eule aus Stein und Metall besteht. Hier ist der gepflegte Orton-Skelett, die das Gewissen repräsentiert. Alles, was übrig blieb, ist das Orton-Skelett. Laut unserer Quelle ist die Puppe, die verbrannt wird, aus leicht brennbarem Material, und die örtliche Feuerwehr überwacht diesen Teil des Rituals. Als wir 2003 Feuerwehrmänner von Montereau nach dem Groove fragten, wurde diese sehr nervös und befahlen uns, unsere Kamera abzuschalten. Er sagte mir, dass da der Präsident hingeht. Aber dann wurde er: Mach die Kamera aus, okay. Hier sehen Sie einige der zeremoniellen Roben, die beim Ritual getragen werden. Hier sind noch mehr Stills inside the Grove. Unser Eins verbringt seine Freizeit bei Footballspielen, die Elite aus Politik und Wirtschaft führt simulierte Menschenopfer durch, für die Gottheit Molech. Think about it. If your neighbor
dass ich mich mit Ihnen darüber unterhalten brauche. Wirklich? Ja. Ich bin Alex Jones. Ich hatte mich 2000 reingeschlichen. Ich habe dort Videomaterial gedreht, welches im landesweiten Fernsehen lief. Dafür verlieren Sie meinen Respekt. Ach ja? Oh ja. Aber dort gehen viele Amtsträger hin. Dürfen wir nicht erfahren, was los ist? Ich weiß nichts über Sie oder Ihren Film. Aber wenn Sie mit einer Abmachung dort reingehen und Sie brechen, indem Sie den Film veröffentlichen, dann verlieren Sie meinen Respekt. Wirklich? Aber da gehen Amtsträger hin. Sie gingen eine Abmachung ein, nicht dort zu drehen, als Sie dorthin gingen. Hatten Sie eine Abmachung? Nein. Sind Sie reingeschlichen? Ja. Und da waren keine betreten Verbotenschilder? Nein, die wurden hinterher aufgestellt. Ich bin einfach reingelaufen. Ich war dort und weiß, wie die Umstände sind. Und mir tut es leid, dass Sie die Abmachung verletzt haben. Das war keines Gentlemans würdig. Sind die Rituale etwa eines Gentlemans würdig? Sir, ich schulde Ihnen diese Antwort nicht. Ich weiß. Sowas nennt man Überfalljournalismus und dafür verlieren Sie ebenfalls meinen Respekt. Danke und goodbye. Waren Sie hier beim Ritual? Das geht Sie verdammt nochmal nichts an. Hören Sie zu. Sie laufen herum, treffen Abmachungen mit Leuten und brechen diese. Sie überfallen Leute auf der Straße. Das ist eine unangemessene Form des Journalismus. Wenn Sie das so praktizieren wollen, dann erwarten Sie nicht, dass andere Sie dafür respektieren. Sie können das in Ihrem freien Amerika machen, wie Sie wollen. Wenn Sie unzivilisiert und unhöflich sein wollen, dann ist das Ihre Sache. Ihr macht Politik im Grove. Niemand macht dort Politik. Wir versuchen, Ehrenmänner zu sein und offensichtlich gehören Sie dort nicht hin. Webende Spinnen kommen nicht hierher. Yeah, das waren drei Punkte. Ich habe seinen wunden Punkt erwischt. Mr. Gergen, ich wünsche Ihnen ein wundervolles Leben. Grüßen Sie Molech von mir, die kanaanische Gottheit. Und ich sehe Sie dann im Film Eyes Wide Shut. Film sein Gesicht, film sein Gesicht. David Gergen sagt, dass wir wütend wären? Wir wissen wirklich nicht, wohin das mit den Demonstranten gehen wird. Sie sind heute zwar friedlich, aber da ist viel Wut in ihnen. Man redet mit ihnen und das sind ziemlich wütende Leute. Waren Sie hier beim Ritual? Das geht Sie verdammt nochmal nichts an. Sehen Sie ihn sich an. Hinter diesem Gesicht verbergen sich viele Geheimnisse. Er hat ein paar wilde Geschichten zu erzählen. Erinnern Sie sich an den Washington Times Artikel? Darin wurden die ganzen Organisationen erwähnt, von denen er zurückgetreten war. Die Trilateral Commission, der Council on Foreign Relations. Alles Gruppen, die eine Weltregierung etablieren und die Zerstörung von Amerikas Souveränität erreichen wollen. Admitting they conduct rituals. Overnight they had a gentleman on by the name of Alex Jones, who has a Alex Jones hat eine Radioshow in Texas und die Neuigkeit wurde landesweit bekannt. Er spricht über den Bohemian Grove, dass dort alles geschieht, dass Entscheidungen getroffen werden, dass Tausende von Leuten hingehen. Und es gibt so eine Zeremonie mit einer Eule und so weiter. Haben Sie die Sache verfolgt? Ja, das habe ich. Alex Jones redet seit langem darüber. Der Bohemian Grove ist sicherlich ein privater Club in den Wäldern nördlich von San Francisco. Ein Platz, wo sich jeden Sommer die Wohlhabenden und Einflussreichen treffen. Dort kennenzulernen, sich Reden anzuhören und so weiter, in einer ungestörten Atmosphäre, ohne die Augen der Öffentlichkeit. Alex Jones und andere Individuen behaupten seit einiger Zeit auch, dass dort finstere Rituale stattfinden sollen. Menschenopfer sollen von der Elite begangen werden. Viele glauben, dass die Bilderberger, die Trilateralkommission der CFR, die Freimaurer, die Illuminati, Skull and Bones, New World Orders und so weiter hinter den Kulissen regieren und eine neue Weltregierung planen. Du hast heute Nacht bestimmt mehr Informationen, als ich sie habe. Rufen Sie uns an und unterhalten Sie sich mit unserem Gast. Definieren Sie Illuminati.
Die Illuminati waren eine kleine, quasi freimaurerische Gruppe, gegründet 1776 in Mitteleuropa. Im Sommer 2005 gab uns ein grob Angestellter das Videomaterial, das er heimlich mit einer winzigen Videokamera in der Anlage gedreht hatte. Dieser grob Angestellter möchte anonym bleiben. Die uns verfügbaren Quellen zeigen nach genauer Betrachtung mit dem Ergebnis, welche die Bohemian Grove Dokuments anders erscheinen lassen. Er sah auch mit eigenen Augen den Gouverneur von New Mexico, Bill Richardson, den obersten Bundesrichter, Clarence Thomas, den berühmten Nachrichtenmann, Walter Cronkite und viele andere. Ohne unsere Quelle preist von Skull and Bones und mit dieser frühen Nazi-Medaille, welche nicht nur aus einem Hakenkreuz besteht, sondern auch die Zahl 32 abgebildet hat. Wir sehen diese Symbole in der gesamten Nazi-Kultur. Hitler glaubte, dass sie von diesen Symbolen Macht beziehen würden, und er sprach öffentlich darüber. Hier sehen Sie ein Foto aus der Präsidentschaftsbibliothek von George Herbert Walker Bush. Er ist zusammen mit seinen Universitätskameraden abgebildet, und in der Mitte befindet sich das Zeichen des Totenordens, der Totenkopf mit gekreuzten Knochen und der Zahl 322 darunter. Ihr wart beide in Skull and Bones, der Geheimgesellschaft. Es ist so geheim, dass wir nicht darüber reden können. Was bedeutet das für Amerika? Die Verschwörungstheoretiker werden ausflippen. Da bin ich sicher. Ich habe die Internetseiten nicht gesehen. Nummer 322? Erstens ist er noch nicht nominiert und, aber... Sind Sie bereit zu verlieren? Nein, ich werde nicht verlieren. Ihr wart beide Mitglieder von Skull and Bones, eine Geheimgesellschaft in Yale. Was sagt uns das? Nicht viel, denn es ist ein Geheimnis. Gibt es einen geheimen Handschlag, einen geheimen Code? Ich wünschte, es gäbe etwas Geheimes, das ich hier enthüllen könnte. 322, die geheime Nummer? Es gibt viele Geheimnisse, aber eins ist kein Geheimnis. Ich lehne die politische Richtung dieses Präsidenten ab. Die meisten Leute wissen nicht, dass der Skull and Bones Orden in Yale nur ein Kapitel einer größeren, weltumspannenden Organisation ist, vielen bekannt als die Illuminati. Das Symbol ist ein Schädel, gekreuzte Knochen und die Zahl 322. Skull and Bones ist der Name, den die Nicht-Eingeweihten, die Nicht-Mitglieder verwenden. Der wahre Name der Organisation ist der Totenorden oder Totenkopforden. George Bush und John Kerry wurden beide auf die gleiche Art eingeführt. Sie schworen den höchsten Eid auf die Grabstätte und den Totenorden. Sie schworen, einen ewigen Krieg gegen die gesamte Menschheit zu führen. Im April 2001 gelangte ABC News an wenige Minuten Videoaufnahmen von einem kleinen Teil des Rituals, welches im Innenhof des Gebäudes abgehalten wird. Man wurde Zeuge von makabren Vorgängen, Gesänge wie »Der Tod ist der Tod« und »Der Teufel ist der Tod« während simulierten Menschenopfern. Präsident Taft war ein bekanntes Mitglied von Skull and Bones, und im Jahr 1900 wurde er der erste Präsident, der den Bohemian Grove in Nordkalifornien besuchen durfte, ein Ableger von Skull and Bones. Seit drei Generationen sind Mitglieder der Familie Bush Mitglieder bei Skull and Bones. Seit drei Generationen reisen sie auch nach Nordkalifornien zum Bohemian Grove. Auch viele berühmte Nicht-Amerikaner wie der deutsche Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt waren dort. Hier sehen Sie Ronald Reagan und Richard Nixon im Jahr 1957 im Bohemian Grove. Beide Männer schrieben über die Organisation in ihren öffentlichen Memoiren. Schwarzenegger hat den Grove besucht, genauso wie Ex-Präsident Jimmy Carter. Können wir Ihnen so viel verraten? Das elitärste Camp innerhalb des Grovers heißt Mandalay und die restlichen Grover dürfen nicht mal in die Nähe davon. Es wird strengstens bewacht und stellt eine Elite innerhalb einer Elite dar, die Spitze der Pyramide. Mandalay ist eine Elite within an Elite, the very top of the Pyramid's capstone. Ein paar Dinge haben sich geändert seit der Gründung des Grofs im Jahr 1872. Inzwischen dürfen Frauen dort Autos parken und in den Küchen arbeiten. Unsere Quelle ist männlich und wurde im Grove ständig von älteren Männern gefragt, ob er mit Kerlen schlafen würde und ein wenig Spaß haben wolle.
During one of the festival's revelries, known as Gypsy Jazz, they paused to think. Bei einer Jazzvorstellung wurde gesagt, dass der Autor der Musik ab und an mit Frauen verkehrte. Die Menge buhte. And the crowd boos with disgust. He disappears from time to time, often with women. He thought stealing was fun. In den Annalen des Groves wird damit geprahlt, dass die Pläne für den Bau der ersten Atombombe und für das Atomraketenabfangprojekt in diesem Holzhäuschen im Grove heimlich beschlossen wurden. Die Strategische Verteidigungsinitiative, besser bekannt als das Star Wars Project, ist auch eine Idee von den Grove-Mitgliedern, welche auch in dieser Hütte entstand. Am Höhepunkt des Kalten Krieges trafen sich Abgesandte der Sowjets heimlich mit Mitgliedern der US-Regierung im Grove. Unsere Quelle beschaffte sich die Titelseiten von zwei Heften der Begräbnis der Sorge-Zeremonie sowie einer Mitgliederliste von 2005. As well as a 2005 membership list, which reads like a who's who. Letztere beinhaltet die Namen der US-Elite: Ex-Präsidenten Jim Carter, George Herbert Walker Bush, George Walker Bush, Henry Kissinger, George Shultz und so weiter. The list goes on and on. Dies ist ein Video, das immer noch wie der Eingang vom hinterwäldischen Lager glänzt, wo Präsident Bush blieb. Schau, wie der kleine Teufel glücklich mit seinem gegabelten Schwanz und seiner kleinen Zähnenlichtum des schottischen Ritus, der 33. Grad. The Scottish Rite, the 33rd degree. It seems like there are hundreds of different. Alle diese okkulten Gruppen sind nur verschiedene Denominationen von ein und derselben Religion, die ägyptische und babylonischen Mysterieschule. Der Freimaurer Albert Pike gründete den Ku Klux Klan und der schwarze Freimaurer und Politiker Jesse Jackson fordert nicht, dass Pikes Statue in Washington entfernt wird. Warum ist das so? Weil Jesse Jackson 33. Grad Freimaurer ist. Die meisten Freimaurer gelten bei ranghohen Mitgliedern ihrer Organisation als Treppenbrüder, als Nicht-Eingeweihte. Diese Nicht-Eingeweihten glauben, dass ihr großartiges Werk der Gesellschaft dient, aber in Wirklichkeit werden sie manipuliert. Hochrangige KKK-Mitglieder nannten sich Ritter des Goldenen Kreises, die unterrangigen Nicht-Eingeweihten verstanden nicht, dass sie Teil einer freimaurerischen Organisation sind. Die meisten Freimaurer fragen sich nie, warum an den Wänden ihrer Tempel Bilder vom Gründer des KKK hängen. Ursprünge des luziferischen Kultes liegen im alten Ägypten und Babylon. Wissen ist Macht und Geheimgesellschaften wurden gegründet, um Wissen zu beschützen wie Medizin, Architektur, Staatsführung und Agrikultur. Geheimgesellschaften waren die ersten Geheimdienste. Im Laufe der Zeit missbrauchten Eliten ihre Kontrolle über das Wissen, um ihre Bevölkerungen zu dominieren. Dieselben Kontrollmechanismen werden heute noch benutzt. Die Elite weiß, dass Geheimhaltung die Basis ihrer Macht ist, und die Elite verblödet den Rest der Menschheit. Their religion is the science of sophistry,
Die Elite praktiziert die Wissenschaft der Täuschung, des Despotismus, der... Hey, hey! Ho, ho! This rich man's camp has got to go! Hey, hey! Ho, ho! This rich man's camp has got to go! Hey, hey! This rich man's camp has got to go! Hey, hey! Ho, ho! This rich man's camp has got to go! Hey, hey! Ho, ho! So, are you one of the Grovers? Eine Reporterin hatte eine Konfrontation mit dem Secret Service. Ich wurde auf eine Reihe teurer Autos aufmerksam gemacht. In einem waren Aufnahmegeräte. Ich fragte den Fahrer, wer er sei, und er antwortete: Nehmen Sie Ihr Mikro aus meinem Auto. Take your mic out of my car, lady, and step back. And I said, would you repeat that for broadcast and held it even closer? Ich fragte, ob er das vor der Kamera wiederholen würde. Er drehte um und fuhr in diese Richtung. Leute sagten mir, dass er zuvor Protestler gefilmt hatte. Er war also einer von der anderen Seite. Der schlechten Seite. Genau, der schlechten Seite. Okkulte Netzwerke der Vergangenheit und Gegenwart weisen die gleichen Pyramidenstruktur auf. Unten Getäuschte mit guten Absichten, in der Mitte die Manager, oben die Anhänger eines luziferischen Todeskultes. In Indien gibt es Kali, die höchsten Götter der Mayas und Azteken waren Totengötter, genau wie im alten Ägypten, Babylon, Rom und Griechenland. Hawaiianer warfen Jungfrauen in einem aktiven Vulkan, um den toten Gott zu huldigen. The God of Death demands it, so the rest of us can live. Die Druiden erschlugen ihre Kinder und warfen sie ins Moor. Eleanor Roosevelt hielt Seancen im Weißen Haus ab und versuchte, Kontakt mit den Toten aufzunehmen. 16 Jahre später hielt auch Hillary Clinton Seancen ab. Der Premierminister Tony Blair zeichnet jeden Morgen einen Kreis und beschwört eine Kraft, die er das Licht nennt. Er basiert Entscheidungen auf dem, was ihm der Geist zuflüstert. Adolf Hitler war bekanntermaßen Okkultist und Mitglied der Gesellschaft von Thule, eine Gruppe, die auf den Totenorden zurückzuführen ist, welcher 1776 im bayerischen Ingolstadt gegründet worden war und unter anderem mit Skull and Bones ein Kapitel in Amerika eröffnete. Alle diese Gruppen gehörten zusammen und nannten sich selbst die Totenkopforden. Adolf Hitler war ein Mitglied der Thule-Gesellschaft. Hier sehen Sie das Titelblatt einer ihrer Publikationen von 1919. Hitler wählte das Symbol der Gruppe als sein Parteilogo. Es wurde berichtet, dass nach dem Tod von Madame Blavatsky Aleister Crowley zum Oberhaupt der deutschen Illuminati geworden war, dem OTO. Aleister Crowley wurde als der finsterste Mann der Welt bezeichnet, aufgrund der Rituale, an denen er teilnahm. Beide seiner Kinder starben unter fragwürdigen Umständen. Sollte es uns daher überraschen, dass der Führer des Dritten Reichs, welcher Millionen Menschen töten ließ, ein Schüler dieser beiden kranken Individuen gewesen war?
Die Waffen-SS waren besondere Henker des Dritten Reichs. Sie trugen an ihren Mützen einen Totenkopf mit gekreuzten Knochen aus Aluminium oder Silber. Hier sehen Sie einen Feldmarschall aus dem Ersten Weltkrieg mit einem Totenkopf an seinem Hut. Alle von Hitlers Handlungen waren eine Manifestation der dunkelsten Träume des Totenordens. Erinnern Sie sich daran, dass der Skull and Bones Orden sowie der Bohemian Grove Ableger dieser globalen Bewegung sind. Die Nazis trugen Totenköpfe mit gekreuzten Knochen an ihren Mützen. Vergleichen Sie das mit dem Symbol von Skull and Bones und mit dieser frühen Nazi-Medaille, welche nicht nur aus einem Hakenkreuz besteht, sondern auch die Zahl 32 abgebildet hat. Wir sehen diese Symbole in der gesamten Nazi-Kultur. Hitler glaubte, dass sie von diesen Symbolen Macht beziehen würden, und er sprach öffentlich darüber. Hier sehen Sie ein Foto aus der Präsidentschaftsbibliothek von George Herbert Walker Bush. Ich habe seinen wunden Punkt erwischt. Mr. Gergen, ich wünsche Ihnen ein wundervolles Leben. Grüßen Sie Molech von mir, die kanaanische Gottheit, und ich sehe Sie dann im Film Eyes Wide Shut. Film sein Gesicht, film sein Gesicht. David Gergen sagt, dass wir wütend wären? Wir wissen wirklich nicht, wohin das mit den Demonstranten gehen wird. Sie sind heute zwar friedlich, aber da ist viel Wut in ihnen. Man redet mit ihnen und das sind ziemlich wütende Leute. Waren Sie hier beim Ritual? Das geht Sie verdammt nochmal nichts an. Sehen Sie ihn sich an. Hinter diesem Gesicht verbergen sich viele Geheimnisse. Er hat ein paar wilde Geschichten zu erzählen. Erinnern Sie sich an den Washington Times Artikel? Darin wurden die ganzen Organisationen erwähnt, von denen er zurückgetreten war. Die Trilateral Commission, der Council on Foreign Relations, alles Gruppen, die eine Weltregierung etablieren und die Zerstörung von Amerikas Souveränität erreichen wollen. Diese Leute nehmen Geheimhaltung sehr ernst. Die Bedeutung des Wortes Okkult ist geheim. Geheim ist ein Teil ihrer Religion und auf die Verletzung der Geheimhaltung wird scharf reagiert. Okkultismus ist enorm weit verbreitet in unserer Gesellschaft und besonders in den Kreisen der Politiker und der Wirtschaftselite. Reagan und seine Frau berichteten ihr Leben nach den Vorgaben ihres Astrologen aus. Ihre Handlungen wurden bestimmt durch ein uraltes okkultes System. Eleanor Roosevelt hielt Seancen im Weißen Haus ab und versuchte, Kontakt mit den Toten aufzunehmen. 16 Jahre später hielt auch Hillary Clinton Seancen ab. Der Premierminister Tony Blair zeichnet jeden Morgen einen Kreis und beschwört eine Kraft, die er das Licht nennt. Er basiert Entscheidungen auf dem, was ihm der Geist zuflüstert. Adolf Hitler war bekanntermaßen Okkultist und Mitglied der Gesellschaft von Thule, eine Gruppe, die auf den Totenorden zurückzuführen ist, welcher 1776 im bayerischen